Hi, Paxton. Wir haben gehört, London ist im Total Lockdown. Lodernde Flammen des beißenden Alleinseins, das Nagen der Scheißisolation. Wie geht's Linda? Sie ist irgendwo im Haus. Gibt's irgendwie Ärger? Nein, es gibt keinen Ärger. Uns geht es gut. Nicht nur ist alles nicht okay, gar nichts ist okay. Linda sagte, sie habe vor, unser Ding zu beenden. Nobody wants to live alone. 2 Wochen sind wir hier jetzt eingeschlossen. Du denkst immer, ich bin so glücklich und normal. Ich würde dir nie unterstellen, glücklich und normal zu sein, Linda. Weil ich's nicht bin! Ich wurde übrigens freigestellt. Jetzt hat mein Leben tatsächlich überhaupt keinen Sinn mehr. Übrigens gehst du ja einkaufen. Also, Milch, Wein, Zigaretten. Warte, wie viele Arscher hast du? Fick dich! Die netten Leute, die ich vorhin entlassen musste, die wurden nicht wegen des Virus gefeuert, so wie ich's erzählt habe. Das war gelogen. Du hast sie gut gefeuert. Danke. Ist das ein Glas Wein? Ja, ist es. Naja. Wegen des Lockdowns machen alle großen Kaufhäuser im West End dicht. Und alle sollen in den nächsten 4 Tagen raus. Bei Harrods liegen $5 Millionen an Schmuck, Kleidung und Accessoires, wofür Miracore die Haftung trägt. Ich glaube, du bist einer, dem man vertrauen kann. Ja, das bin ich. Ja, man kann mir vertrauen. Das muss jemand sein, dem wir vertrauen. Das bin also unweigerlich ich. Was holst du denn von Harrods ab? Diamanten. Seit dem Lockdown blicke ich auf mich selbst zurück, als wäre das damals und das hier ist jetzt. Du und ich sind gut und gut ist besser als böse. Und als ich Grandma das erklärt habe, sagte sie, naja. Ein Diamantenclown. 3 Millionen Pfund. Lebe wild oder stirb, Linda. Ich liebe Harrods. Ich habe 5 Jahre da gearbeitet. Das waren die glücklichsten meines Lebens. Ich kenne alle Sicherheitskräfte. Ich kenne die Sicherheitssysteme. Ich bräuchte noch den Namen des Gentleman. Seinen Namen? Edgar Allan Poe. Edgar Allan fucking Poe? Wow! Was soll da noch schiefgehen? Lockdown, der allerletzte Ritt. O Herr, der du bist im Himmel. Oh mein Gott! Vergib uns die Sünde der Täuschung. Achtung, Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Bitte beim Sicherheitsdienst melden. Lockdown. Wer hätte vor einem Monat gedacht, dass es dazu kommt? Niemand. Jetzt als Download.